Ich bin im wissenschaftlichen Beirat von ATTAC, aber auch noch wichtiger wäre für den heutigen Abend, ich bin Mitbegründer dieser Arbeitsgruppe Arbeit verteilen, 30-Stunden-Woche. Seit 10 Jahren arbeitet die Arbeitsgruppe. Insofern hat das auch einen historisch berechtigten Grund, dass ich heute Abend das Thema brauchen wir einen Finanzsektor auch verbinde mit einer Lösung, die in Richtung auf Arbeitszeitverkürzung geht. Es hat also sehr viel Inhaltliches zusammen mit dem Buch und mit der Veranstaltung heute Abend. Meine Damen und Herren, vielleicht ist das nicht allgemein bekannt, dass inzwischen durch die Schuldenbremse in der Verfassung, im deutschen Grundgesetz, aber auch im Maastrichter Vertrag etwas verankert worden ist im System, in der Verfassung, Schuldenbremse bedeutet, dass der Staat sich nicht über 3% des Bruttoinlandsprodukts verschulden darf. Und wenn man bedenkt, dass so etwas steht in der Verfassung und gleichzeitig die Politik, die wir kennen seit mehreren Jahrzehnten, Steuergeschenke an Vermögensbesitzer und Unternehmer, dann können Sie sich vorstellen, dass der Staat permanent Haushaltsdefizite hat, die ausgeglichen werden muss. Und wie wird und wurde ausgeglichen? Sozialabbau. Insofern ist Sozialabbau in der Verfassung verankert. Das ist allgemein so nicht bekannt, aber indirekt ist es so. Das Ergebnis ist, so wie wir es heute erleben, übrigens schwarze Null von Schäuble ist Ausdruck politische Schlussfolgerung der Schuldenbremse. An diese Politik der schwarzen Null, die bedeutet möglichst und immer wieder einsparen, wo es geht, natürlich in erster Linie bei Sozialleistungen. Daran knüpft auch Olaf Scholz an. Wir sehen, hier stimmt etwas nicht. Die Parteien, die gegeneinander konkurrieren, machen dieselbe Finanzpolitik. Olaf Scholz hat das als allererste Erklärung war, dass er, dass die SPD an die Politik der schwarzen Null festhält. Das Ergebnis ist überall Mangel an öffentlichen Dienstleistungen, Lehrermangel, Kita-Mangel, moderate Schulen, Schließung von Schwimmbädern, nicht bezahlbare Wohnungen und so weiter und so fort. Den Rest versuche ich in meinem Vortrag noch herauszuarbeiten. Das ist das Ergebnis der Schuldenbremse. Und auf der anderen Seite Ungleichheit der Einkommensverteilung, Zuspitzung, Verschärfung dieser Ungleichheit der Einkommensverteilung. Insofern haben wir, meine Damen und Herren, einen Systemwechsel, der hinter unserem Rücken in den letzten 30, 40 Jahren schleichend sich durchgesetzt hat, ohne dass bis auf einen Kreis von Ökonomen, die kritische Ökonomen, die sich mit dem Thema beschäftigen oder soziale Bewegungen, Aktivisten, bis auf einen kleinen Kreis hat meines Erachtens die große Mehrheit diesen Systemwechsel nicht so wahrgenommen. Man spürt,
Es ist vieles anders geworden, aber dass es ein Systemwechsel war und ist, dass man für eine Lösung im Grunde genommen diesen Systemwechsel im Auge behalten muss und nicht einzelne Aspekte. Darum geht es bei meinem Vortrag. Dieses Systemwechsel, damit das begrifflich auch einigermaßen klar wird, erkläre ich die Hauptmerkmale des vorausgehenden kapitalistischen Systems, das ich gebändigter Kapitalismus nenne, und vergleiche dies mit Merkmalen des gegenwärtigen Systems, des Finanzmarktkapitalismus. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich noch, wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auf Wiederaufbau, Aufschwung und für mehrere Dekaden eine Vollbeschäftigung. Damit hing eine soziale Sicherheit zusammen, die verloren gegangen ist in dem jetzigen System. Wir hatten starke Gewerkschaften, die sich einbringen könnten, nicht nur in Bezug auf Tariflöhne, immer höhere Löhne durchsetzen, entsprechend der Produktivitätsentwicklung. Die Gewerkschaften haben sich auch eingemischt in die Gesellschaft, haben Reformen vorgeschlagen, vorangetrieben. Von all dem ist leider nichts mehr da. Das Lohnniveau war im Vergleich zum Gesamteinkommen hoch. Es gab eine relativ gerechte Einkommensverteilung trotz Kapitalismus. Der Finanzsektor beschränkte sich auf Kreditversorgung und die Staatsverschuldung war relativ niedrig, bewegte sich um 30%. Insgesamt funktionierte das System so, dass Märkte sich der Gesellschaft untergeordnet hatten. Also deshalb gebändigte Kapitalismus. Dieser hat sich nach 1975 allmählich verwandelt in ein neues System innerhalb des Kapitalismus, das man inzwischen als Finanzmarktkapitalismus bezeichnen muss. Die Besonderheiten dieses Systems sind Massenarbeitslosigkeit und unsichere Arbeitsverhältnisse, möglichst überall unbefristete Arbeitsverhältnisse sind dominant, auch im öffentlichen Dienst. Gewerkschaften haben an Kraft verloren und das nicht nur in Deutschland, sondern das, was ich Ihnen erzähle und versuche nachher auch zu begründen empirisch, gilt für die meisten wichtigen kapitalistischen Länder. Die Gewerkschaften sind viel schwächer. Die Gewerkschaftszahl der Gewerkschaftsmitglieder hat deutlich abgenommen in allen großen kapitalistischen Ländern. Die Löhne sind fast konstant geblieben, über mehrere Jahrzehnte sogar teilweise gesunken. Die ungleiche Einkommensverteilung hat eine Zuspitzung erhalten, wie nie zuvor nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Finanzsektor, der für die Geldversorgung zuständig war, hat sich ausgeweitet, ist zu einem spekulativen Finanzsektor geworden. Der Finanzsektor dominiert die Regeln in der Realwirtschaft. Die Staatsverschuldung ist um das Zwei- oder Dreifache fast in allen kapitalistischen Ländern in der Zeit gestiegen. Dann Privatisierung der öffentlichen Güter und Kommerzialisierung aller Lebensbereiche. Das ist auch das Produkt der
Politik, der neoliberalen Politik mit einer Reihe von Strategien, auf die ich gleich eingehen werde. Die Gesellschaft ist in der Gegenwart, die Gesellschaft ist den Märkten unterworfen. Nicht umgekehrt, wie wir es damals hatten, sondern es sind die Märkte, die dominant sind, und die Gesellschaft hat sich diesen Märkten zu unterwerfen. So funktioniert jedenfalls das System, und die Rationalität des Systems läuft auf dieser Ebene. Nun, einige Aspekte, einige strategische Elemente der neoliberalen Wirtschaftspolitik seit 1980, diese haben sich zu verschiedenen Zeiten in den kapitalistischen Ländern überall durchgesetzt. In Frankreich wird das jetzt zu Ende vollzogen durch den neuen Präsidenten Macron. Dies habe ich schon erläutert, Unterordnung der Menschen unter die Märkte als langfristiges Ziel, Flexibilisierung der Arbeitsmärkte und damit Beginn der prekären Arbeitsverhältnisse. Die Menschen sollen hinter dieser Überlegung steckt zumindest die Absicht, sollen in unsicheren Arbeits- und Lebensverhältnissen stecken. Denn so sind sie am ehesten in der Lage und gezwungen, das Diktat der Märkte hinzunehmen. Deregulierung der Kapitalmärkte, vor allem dafür, dass das Finanzkapital, dass Gewinne, die überschüssig sind und die erzielt wurden und noch stärker im neuen System erzielt werden, dass diese Kapitalüberschüsse und Gewinnüberschüsse der Unternehmen weltweit für die höchsten Rendite angelegt werden. Deswegen mussten die Kapitalmärkte dereguliert werden. Alle Regulationsmechanismen, staatliche, wurden fast weitestgehend annulliert. Liberalisierung des Handels und Privatisierung der öffentlichen Güter gehört zu diesem Gesamtkonzept, und wir kennen auch inzwischen die Vorstellung von Politikern, vor allem Angela Merkel hat das zum Thema gemacht, die marktkonforme Demokratie. Das heißt, erst die Märkte, dann Demokratie. Was wir im politischen System erlebt haben, mit der Folge, dass auch viele Menschen gegenüber diesem System inzwischen kein Vertrauen haben und sich zurückgezogen haben, resigniert sind und keinen großen Unterschied zwischen den Parteien sehen, das ist das Ergebnis der marktkonformen Demokratie. Die Märkte bestimmen und die Parteien sind Vollzugsorgane der Märkte. Das merken die Menschen auch. Wenn das so ist und wenn die Märkte ein Naturgesetz sind, warum sollen wir uns dann für die Politik überhaupt interessieren? Nun, die Phänomene, die Merkmale, die ich in beiden Systemen hier aufgezählt habe, versuche ich in einigen Grafiken empirisch zu belegen. Zunächst einmal Massenarbeitslosigkeit. Sie sehen, die Kurven sind jeweils für die wichtigsten kapitalistischen Länder, für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA und Japan. Sie sehen, bis zum
ungefähr 1980 waren die Arbeitslosenraten insgesamt für alle Länder relativ moderat, unterhalb von 6%, die meisten, in den meisten Staaten sogar um 2% herum. Wir hatten in Deutschland Vollbeschäftigung, das heißt Arbeitslosigkeit null, bis ungefähr 1975, 1980. Da ist die Wende zum System, zu einem neuen System erkennbar. Und da haben wir in allen kapitalistischen Ländern nach und nach neoliberale Regierungen in verschiedene Konstellationen. Danach steigt die Arbeitslosigkeit ganz massiv überall auf bis auf 12%. Und das ist bis heute noch so, dass die Arbeitslosenrate verglichen mit in dem System von gebändigten Kapitalismus um das Doppelte gestiegen ist und auch geblieben ist. Und ich behaupte, dass diesen Zustand, möglichst hohe Arbeitslosigkeit, ohne zuzugeben, das Gegenteil wie behauptet, dass ein Ziel ist, das ist gewollt. Auch wenn wir heute propagandistisch etwas ganz anderes hören, wir hätten beinahe die Vollbeschäftigung, habe ich gestern Abend zum Beispiel wieder gehört von Herrn Bouffier, der bei der Talkshow von Anne Will dabei war. Und das wird immer wieder gesagt, wir haben fast Vollbeschäftigung und Fachkräftemangel. Nicht nur das, Fachkräftemangel. Aber darauf komme ich noch mal zurück. Aber wir sehen, wir haben einen Wandel von fast Vollbeschäftigung zu Massenarbeitslosigkeit. Und das ist nicht zufällig, das gehört zum System, meine These. In der EU ist die Arbeitslosigkeit in Südeuropa deutlich höher. In Griechenland, Portugal und Spanien sind die Arbeitslosenraten um die zwischen 16% und 20%, Jugendarbeitslosigkeit an die 50%. Das ist sicherlich in den letzten Jahren auch so diskutiert worden. Aber hier sehen wir die Entwicklung für die EU genauso wie für USA, Japan und natürlich andere große kapitalistische Staaten. Meine These ist, dass die Massenarbeitslosigkeit das Fundament des neuen Systems ist. Es ist nicht zufällig, dass es so ist. Damals in den 1970er, 80er Jahren haben die neoliberale Parteien und politische Eliten davon gesprochen, wie wollen mit der neuen Politik erstens die Arbeitslosigkeit, die gab es damals etwas mehr als sonst, es gab 3-4%, in Deutschland hatten wir auch 1 Million auf einmal Arbeitslose. Das Ziel war, wurde behauptet, wir wollen die Arbeitslosigkeit bekämpfen, wir wollen wieder mehr Beschäftigung. Dann war das Ziel nochmal, der Staat hat sich total verschuldet, wir wollen die Staatsverschuldung abschaffen. Genau das Gegenteil ist passiert. Die Arbeitslosigkeit ist erst recht hochgegangen. Und deswegen sage ich, dass die Massenarbeitslosigkeit gewollt war und nach wie vor gewollt ist. Wir werden diese Massenarbeitslosigkeit nicht loswerden in diesem System. Es sei denn, durch Veränderung, zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung, wo ich schon dabei bin. Aber ich komme am Ende noch etwas ausführlicher dazu. Unter Massenarbeitslosigkeit findet eine verschärfte Konkurrenz unter den Beschäftigten statt. Jeder, der im Betrieb ist, jeder, der außerhalb Stellen sucht, weiß,
sicherlich selbst, ich glaube, Sie wissen alle, dass heute die Arbeitsverhältnisse prekär sind. Wir selbst, unsere Kinder, haben Angst, einen Job zu bekommen, weil die Konkurrenz zu doll ist. Die Folge ist, ja, dass man sich Sorgen macht um diese Zukunft, dass man beschäftigt wird, dass man als Student Doppelt- und Dreifachqualifikationen erwirbt. Alle Eltern sind besorgt über die Kinder, für ihre Zukunft. Das ist die große Angst in den Familien. Insofern haben wir eine Angstsituation in der Gesellschaft, die verankert ist, die es vorher in der Form nicht gegeben hat. Sinkende Löhne und Lohnnebenkosten, sinkende Kampfkraft der Gewerkschaften, habe ich vorhin erläutert. Das ist im Finanzmarktkapitalismus symptomatisch. Die Gewerkschaften sind nicht anwesend, politisch nicht, und tarifpolitisch sehr defensiv. Erst in den letzten 2-3 Jahren ist den Gewerkschaften einige kleine Schritte gelungen. Mindestlohn haben sie durchgesetzt und auf der Tarifebene haben sie hier und da auch Erfolge gehabt. Ansonsten, wenn Massenarbeitslosigkeit ist, ist die Argumentation ja entweder weniger Lohne oder Arbeitslosigkeit. Und die meisten Menschen entscheiden sich für Arbeit mit wenigen Löhnen. Das ist der Mechanismus, der dazu geführt hat, dass in den letzten 20, 30 Jahren das Lohnniveau fast konstant geblieben ist. Anpassung an die Erfordernisse der Wirtschaft ist dann automatisch vorprogrammiert. In diesem System gehört der massive Abbau des Sozialstaates dazu. Agenda 2010 Reformen, sogenannte Reformen, sind in der Aufschwungsphase der neoliberalen Politik Anfang 2000, 2005 letztlich durch die rot-grüne Regierung. Ein Skandal. Eine Reformkoalition, die gekommen ist, um bessere soziale Verhältnisse und ökologische Verhältnisse zu schaffen, hat eine Politik umgesetzt, die genau das verhindert. Auch den Klimaschutz, auch einen besseren Umweltschutz auf allen Ebenen wird durch dieses System verhindert, weil die Prioritäten ganz andere sind. Nämlich Erhöhung der Gewinnüberschüsse, Erhöhung der Rendite. Die Börsen bestimmen in diesem System die Prioritäten und nicht der Klimaschutz und der Kampf dagegen und nicht Bekämpfung von allen Formen von Umweltzerstörungen. Die Arbeitslosenhilfe wurde damals abgeschafft. Stattdessen repressive Hartz-IV-System als Schreckgespenst. Wenn man sich nicht beugt, wenn man das Diktat nicht akzeptiert, dann ist die Zukunft Hartz-IV, dann ist die Zukunft Kontrolle der Privatsphäre, um überhaupt eine Grundsicherung zu bekommen. Das möchte kein Mensch. Und die meisten Menschen, die viele andere Formen von Überausbeutung akzeptiert haben, hatten immer wieder angegeben, ich möchte nicht ins Hartz IV abstürzen. Leiharbeiter zum Beispiel. Ich komme noch auf diesen Punkt zurück. Kürzung der Sozialleistungen. Also es sollte Druck ausgeübt werden auf die Beschäftigten, damit die Beschäftigten bereit sind, die neuen Arbeitsbedingungen, die neue Politik und die Verhältnisse zu akzeptieren. Die Philosophie war, die Menschen brauchen Druck,
um mehr Leistung zu erbringen. Man muss die ärmer machen, dann sind sie bereit zu mehr Leistung. Und die Begründung für all das war die Globalisierung. Wir sind in einem Prozess der Globalisierung. China ist dabei, Europa zu überrollen. Wir sind total abhängig von chinesischen Importen. Deutschland steht vor Weltuntergang. Und das war die Propaganda damals in diesen Jahren, ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass die Globalisierung herangezogen wurde, um alle mögliche Schweinereien, die wir heute so bezeichnen können, mit Recht, plausibel zu machen. Zu sagen, wir müssen das so machen, wir müssen Sozialabbau machen, wir müssen die Lohnkosten senken und Lohnnebenkosten, das heißt Sozialabbau, senken. Sonst können wir gar nicht mit China konkurrieren. Das hat vielen Menschen eingeleuchtet. Das hat die Gewerkschaften in die Defensive geführt. Man muss sagen, alle diese Akteure, die heute Opfer sind, haben dieses System und die Wirkungsweise dieses Systems wechselt nicht durchschaut. Gewerkschaften haben zum Beispiel ja, dem Druck nachgegeben und Abschaffung von Flächentarifvertrag zugestimmt. Und das war einer der größten Fehler, so hat mir ein Vorstand der Gewerkschaft, IG Metall Gewerkschaft gesagt, das war der allergrößten Fehler. Auf diese Weise sind die Betriebe in die Isolation entlassen worden, die alle organisiert waren, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, die alle organisiert waren oder viele von ihnen bei IG Metall und bei anderen Gewerkschaften, die sind in Anführungsstrichen zum Freiwild der Unternehmer vor Ort gemacht worden. Die kollektive Kraft ist auf diese Weise aufgehoben worden. Das haben die Gewerkschaften, ja, sagen heute, das war ein großer Fehler, aber die haben so zugestimmt. Das heißt, die haben nicht durchschaut, welche Lawine von sozialen Problemen auf die Menschen zukommt und was dieses System, das neue System überhaupt bedeutet. Gut, massive Kürzung der Arbeitgeberanteile an Krankenkassenbeiträge der Beschäftigten. Das ist ein Punkt, der jetzt zurückgenommen worden ist. Ein Punkt. Und Rentenkürzung, da hier wird auch an den Schrauben gedreht, aber das sind einzelne punktuelle Geschichten, die die SPD versucht durchzusetzen, um wirklich ja, an den kosmetisch sich an Veränderungen zu beteiligen und abzuwenden von diesem System. Aber das bedeutet gleichzeitig, das System, so wie es geschaffen worden ist, beizubehalten. Das ist leider die Situation in der Gegenwart. Man erzählt uns seit fast 20 Jahren sehr stark, ich habe das beobachtet und immer wieder festgestellt, es geht uns besser. Es sind neue Arbeitsplätze. Wir haben mehr Arbeitsplätze. Und noch nie war die Arbeitslosigkeit so gering. Das hören wir immer wieder. Und leider glauben auch immer mehr Menschen, dass sich alles besser wird. Obwohl das der eigenen Erfahrung widerspricht. Aber die Propaganda, die seit 15 Jahren, 20 Jahren systematisch aufgebaut worden ist, dass es besser geht, hat schon gewissermaßen gewirkt. Wir sehen, es sind zwar bei dieser Kurve, die Verdi zusammengestellt hat, insgesamt gibt es mehr Beschäftigung gegenüber 2003. Damals gab es 5 Millionen Arbeitslose offiziell. Aber wo gibt es die neuen Arbeitsplätze? Bei diesen beiden oberen Kurven
nämlich bei Teilzeit und bei Leiharbeit. Da sind die neuen Jobs entstanden, nicht bei Vollzeit. Vollzeit und Normalarbeitsverhältnisse sind über diesen Zeitraum 2003 bis 2016 gesunken oder jetzt wieder haben sie den Stand erreicht von 2003, Vollarbeitszeiten. Es sind also Teilarbeitszeiten und prekäre prekäre Jobs, wie vor allem Leiharbeit. 800.000 Leiharbeiter haben wir zurzeit. Und wir hören jeden Tag, es wird immer unverschämter, ich sage, das ist eine Mär, eine Lüge, unverschämter, dass wir Fachkräftemangel haben. Es stimmt, es gibt in Branchen, wo man das spürt, sowohl in Industrie wie aber auch im Dienstleistungsbereich. Es gibt aber keinen flächendeckenden Fachkräftemangel. Dazu argumentiere ich ökonomisch für diese These. Wenn es wirklich Fachkräftemängel überall gegeben hätte, dann wären die Löhne nicht konstant geblieben. Dann hätten die Menschen, die gefragt werden, auch mehr Forderungen gestellt. Die haben mehr Forderungen gestellt, aber sich nicht durchsetzen können. Warum? Weil die Unternehmer immer gesagt haben, wenn ihr nicht wollt, dann nehmen wir andere. Es gibt genug. Also kein Fachkräftemangel, sondern Massenarbeitslosigkeit. Es gibt genug Menschen, die auch gerne sich ausbilden lassen würden, wenn man sie ausbilden würde. Ja? Und ich sage, ich zuspitze zu, dass man bewusst nicht eigene Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen oder auch viele, die Interesse daran haben, hier im Lande ausbildet. Das macht man bewusst nicht. Warum? Weil es billiger ist, aus dem Ausland Fachkräfte hierher zu holen. Damit hat mit dieser Klappe schlägt man zwei Fliegen. Erstens bleibt das Lohnniveau weiterhin niedrig. Die ausländischen Fachkräfte verlangen nicht so viel. Sie sind mit niedrigen Löhnen einverstanden. Das heißt, Konkurrenz unter den hiesigen Fachkräften wird verschärft. Und die Massenarbeitslosigkeit, auch bei Fachkräften, wird aufrechterhalten. Bei Fachkräften, die im Moment keinen Job gefunden haben und umgebildet werden müssen und so weiter. Es ist viel billiger, eine solche Politik zu machen, als im eigenen Land die Arbeitskräfte auszubilden, die Arbeitslosigkeit zu beseitigen, sie zu beschäftigen und dann haben sie die Ruder aus der Hand. Dann sind die Gewerkschaften wieder da, sagen, aha, höhere Löhne, wir haben viel zu lange gehungert in Bezug auf Lohnverzicht. Jetzt müssen deutliche Lohnerhöhungen, jetzt müssen Sozialabbau aufgehört werden. Das System würde sich wieder verwandeln in ein anderes, in soziale Marktwirtschaft, wenn man so will, gebändigten Kapitalismus. Das will man genau verhindern. Man hat einen Zustand geschaffen, damit ein neues System entsteht, nämlich Finanzmarktkapitalismus mit der Übermacht der Unternehmer. Und dieses System will man beibehalten. Also muss die Massenarbeitslosigkeit beibehalten werden. Und da wird Propaganda betrieben, dass wir Fachkräftemangel haben, dass wir fast voll beschäftigt sind. Das hat nämlich eine wichtige Funktion. Wenn wir jetzt erzählen, die Arbeitszeit muss gekürzt werden, da sagen viele Leute, hast du einen Vogel? Wir haben Fachkräftemangel. Du sprichst von Arbeitszeitverkürzung. Die Idee der Arbeitszeitverkürzung, die letztlich die Lösung wäre, wird schon propagandistisch von vornherein
zum Tabu erklären. Niemand wagt in der Öffentlichkeit, auch nicht die Linkspartei. Haben Sie jemals von der Führung der Linkspartei diese Forderung gehört? In der Forderung, bitte? Ah ja, schön. Schön, dass es endlich beginnt. Aber ansonsten steht in den Parteiprogrammen irgendwo, aber das ist niemals die zentrale Forderung gewesen. Warum? Gerade wegen der Tabuisierung, weil auch innerhalb der Parteien, die das eigentlich voranbringen müssen, inzwischen der Eindruck entstanden ist, dass es wirklich Fachkräftemangel ist, existiert. Nicht nur bei den Grünen. Bei den Grünen ist praktisch durchgehend, dass alle Führungspersonen von Fachkräftemangel und gerade in der Asyl- und Flüchtlingspolitik ist das das Hauptargument für das Beibehalten von Flüchtlingen. Da wird sofort Fachkräftemangel herangezogen und nun haben wir auch das Fachkräftemangel-Einwanderungsgesetz, das gerade im Kabinett oder bald diskutiert wird. Ja? Das Gesetz soll genau diese zwei Ziele erreichen, die das Lohn- und Gehaltniveau niedrig halten und die Massenarbeitslosigkeit nicht verändern. Und damit wird Propaganda gemacht, dass es endlich die Zeit ist. Sie hören jetzt in den letzten Wochen nur noch davon, dass wir die Fachkräfte brauchen für unsere Wirtschaft. Dringend brauchen, händeringend. Alle schauen nach Fachkräften. Die kriegen sie aber nicht. Gestern Abend die Diskussionsrunde bei Anne Will. Total dieses Thema im Vordergrund. Man kann natürlich immer dafür Unternehmen finden, die nach Fachkräften suchen. Die Friseurin, die gestern Abend das gesagt hat, die hat wirklich ein Problem. Aber das ist nicht repräsentativ für alle Bereiche. Pflegebereich, selbstverständlich gibt es da Mangel, seit Jahren. Aber warum hat die Politik nicht dafür gesorgt, dass genügend Kräfte aus den 3-4 Millionen Arbeitslosen ausgebildet werden? Warum nicht? Weil es billiger war, aus Europa, aus Philippinen, aus Asien, diese Fachkräfte zu holen. Einfach. Und nun wird gesagt, wir haben ein Problem mit Fachkräftemangel und wir müssen die Einwanderung und Flüchtlingspolitik total diesem Gesetz unterwerfen. Das moralische Element, was alle bewegt, wir müssen helfen, wird missbraucht, instrumentalisiert für etwas ganz anderes. Nun möchte ich das in resumieren, was die Massenarbeitslosigkeit verursacht hat. Soziale Unsicherheit und Angst, die beide bilden das Fundament im Finanzmarktkapitalismus. Wir haben inzwischen 800.000 Leiharbeiter, der Niedriglohnsektor mit 8 Millionen Beschäftigten. Viele Menschen leisten Überstunden, 1,8 Milliarden Überstunden und davon 0,8 Milliarden umsonst. Die bleiben da, machen freiwillig Überstunden, unbezahlt, weil sie Angst haben, dass sie entlassen werden. Ja? Hartz-IV-System hat durch Strafsanktionen eine repressive Wirkung und schürt tatsächlich Angst. Und die Kontrollen sind nach wie vor da. 1 Million Hartz IV, 1 Million Menschen haben Strafen bezahlt, weil sie sich nicht an die Regel gehalten haben. Angst wählt Recht. Laut DWI haben 56% der AfD-Anhänger Erfahrungen mit sozialem Abstieg. Das sind sehr flüchtig, holzschnittartig Aspekte, die man zusammenbringen kann, wie sich die Situation
insgesamt verändert hat aufgrund der Massenarbeitslosigkeit. Jetzt schauen wir, ich habe ja versprochen, dass ich empirisch die Entwicklung auch belege, was der Hauptzweck der Wirtschaft betrifft, sinkende Löhne, die letztlich dazu führen, dass auch Binnenkaufkraft sinkt. Sie sehen hier bis Anfang, bis Mitte 1970er Jahre, ist die Lohnquote, bewegt sich die, das sind Wachstumsraten. Die Wachstumsraten, gerade weil damals die Binnenkaufkraft in dem alten System relativ hoch war wegen relativ hoher Löhne, hatte das System auch gewissermaßen Wachstum. Die Wachstumsraten sind aber danach unter anderem wegen sinkender Binnenkaufkraft gesunken. Auch hier sehen wir fast in allen kapitalistischen Ländern parallel. Man kann zu Wachstum natürlich auch viel Negatives sagen und zu Recht. Wir brauchen nicht unbedingt immer Wachstum. Aber wenn man rein ökonomisch argumentiert, rein ökonomisch, wie die herrschenden Schulen argumentieren mit Wachstum, haben wir hier auch eine negative Bilanz. Entwicklung der Lohnquote seit 1960. Die Lohnquote gibt Auskunft über den Anteil des Gesamtnetto-Wertschöpfung. Wenn der Lohnanteil groß ist, dann haben die Beschäftigten und Beamten einen relativ hohen Anteil an Gesamteinkommen und umgekehrt. Wir sehen hier bis 1980 bewegt sich die Lohnquote mit Ausnahme von Japan, die auf sehr hohem Niveau sich bewegt, um zwischen 60% und 65%. Der Rest ist Gewinnquote, also Gewinne der Unternehmer. In allen kapitalistischen Ländern relativ hohe, vergleichsweise hohe Lohnquote. Dann sinkt aber, Sie sehen, fast überall sinken die Lohnquoten auf einem Niveau zwischen 55% und 60%. Das bedeutet, dass in dieser Zeit wegen auch des sinkenden Lohnniveaus sehr viel umverteilt wurde, von unten nach oben, von den Mehrwertproduzenten, von den Arbeitnehmer und Angestellten Richtung Unternehmer und Arbeitgeber, auch Richtung Staat. Diese Umverteilung spielt eine sehr wichtige Rolle im Finanzmarktkapitalismus, weil die Umverteilung so viel wie möglich an diesem Kuchen, was umverteilt wird, abzubekommen, ist der Motor des Finanzkapitalismus geworden. Das läuft über die Börsen und Investitionen nicht in der Realwirtschaft, sondern in der virtuellen Wirtschaft. Das läuft über die Renditen auf den Börsen mit großen Risiken wie der Crash in 2008. Was passiert, wenn Lohnquote sinkt? Lohn und Gehälter stellen normalerweise die Massenkaufkraft dar. Und gleichzeitig die Nachfrage nach Investitionen und Beschäftigung. Wenn Löhne und Gehälter sinken, sinkt auch die Nachfrage nach Konsumgütern, letztlich auch nach Investitionsgütern, und es entsteht aber gleichzeitig in der Zeit Unternehmergewinne,
überschüssige Unternehmergewinne, die nicht mehr in die Realwirtschaft einfließen, weil die Binnenkaufkraft in der Realwirtschaft gleichzeitig sinkt. Kommen die Gewinne nicht mehr in die Realwirtschaft, sondern die bleiben als überschüssige Gewinne, die nach neuer Anlagesphäre suchen und nicht mehr in der Realwirtschaft investiert werden. Diese Grafik zeigt für USA, die EU und Japan, wie die Investitionsrate sich entwickelt hat. Und wie die Gewinnraten sich entwickelt haben. Sie sehen hier, wahrscheinlich können Sie es nicht erkennen, aber hier haben wir wieder das Wendepunktdatum Ende der 1970er Jahre. Dort beginnen langsam die Gewinne rapid zu steigen, in allen diesen Ländern. Und gleichzeitig sinkt die Investitionsrate. Absurd. Das heißt, es wird weniger in der Realwirtschaft investiert. Die Gewinne steigen, aber in der Realwirtschaft wird weniger investiert. Das heißt, entstehen keine Arbeitsplätze, die Beschäftigung bleibt nach wie vor auf niedrigem Niveau, aber wir haben überschüssige Gewinne. Wohin gehen diese überschüssigen Gewinne? In den spekulativen Finanzsektor. Und in diesen Sektor fließen in der Regel leistungslose Einkommen. Also Leistungen für die Besitzer diese Einkommen nicht gearbeitet haben. Lohnanteile, das ist ein leistungsloses Einkommen, die Unternehmer generieren, weil den Massen der arbeitenden Menschen Dumpinglöhne gezahlt werden. Das heißt, hier ist ein Lohnenthaltungsprozess hat stattgefunden. Umverteilung von der Lohnseite zu den Unternehmern. Das ist leistungsloses Einkommen, nichts anderes. Dann sind Immobilien und Bodenschatzrenten gehören zu den wichtigsten solchen Einnahmen, die leistungslos sind, mit denen die Besitzer dann auch ganz anders umgehen als Einkommen, die in der Realwirtschaft investiert werden. Dinge, die man umsonst bekommen hat, mit denen geht man ganz anders um. Für diese Einkommen sind ja Spekulation, aus Geld immer mehr Geld zu machen, viel interessanter und man ist auch bereit, das Risiko dieser Spekulation einzugehen. Der Finanzsektor ist dann genau der Bereich, wo diese überschüssigen Gewinne investiert werden, um höhere Rendite zu bekommen. Und dort findet natürlich eine Umverteilung innerhalb der Vermögensbesitzer statt. Die Menschen, die überwiegende Mehrheit, die ihren Anteil schon abgegeben haben im Prozess durch Dumpinglöhne und Gehälter, die haben ihren Anteil bezahlt. Die Umverteilung hat stattgefunden. Dann wird eine Umverteilung innerhalb des Finanzsektors nochmal stattfinden. Diese Umverteilung hat aber Wirkung auf die Realwirtschaft. Mit 3.000 Milliarden haben die Regierungen 2008, Regierungen der kapitalistischen Länder, durch oder auf Kosten der Steuerzahler die Banken, die kaputt gegangen sind, bei dieser Umverteilung gerettet. Das heißt, wir alle wurden noch einmal herangezogen mit unseren Steuern, damit die Umverteilung, die innerhalb bei den Vermögenden stattgefunden hat und einige verloren haben, wieder bezahlt wird durch die
große Masse der Bevölkerung. Das ist der Kern des neuen Systems. Reiche werden immer reicher, die normalen Menschen, die Leistung erbringen, werden immer ärmer. Das Ergebnis dieser Entwicklung ist ein expansives Wachstum des Finanzsektors seit, da sehen wir wieder den Wendepunkt, seit wann? 1980. Seitdem ist das Finanzkapital, das Handelsvolumen in Billionen, 100 Billionen von fast 5 Billionen auf 100 Billionen gestiegen. Nur einmal gesunken bei 2008 ganz kurz und 2012 und dann wieder gestiegen. Das heißt, zurzeit haben wir das Finanzsystem und den Finanzsektor, wie es vor der Finanzkrise gab und noch stärker als damals. Es ist jetzt 2015, wenn ich diese Grafik ergänze, wird wahrscheinlich die Lage zugunsten des Finanzsektors viel besser aussehen. Damit haben wir einen Finanzsektor, damit ist die Frage eigentlich in meinem Buch, brauchen wir den Finanzsektor, wenn man meiner Analyse Glauben schenkt, dann ist die Antwort nein. Der zerstört die Grundlage unseres Sozialwesens. Der verursacht eine Umverteilung, der beruht auf Massenarbeitslosigkeit, auf prekären Arbeitsverhältnissen, auf Angst. Und im Prinzip Lähmung und Entdemokratisierung. Ja? Warum sollten wir wählen gehen, wenn alle wichtigen Entscheidungen von Finanzsektor durch Lobbyarbeit mit den Regierungen erfolgt, wenn der Finanzminister von SPD genau dasselbe macht, was der Finanzminister von CDU macht, die Unterschiede werden nicht mehr gesehen. Und glauben Sie mir, das, was die SPD unehrlicherweise jetzt versucht, ist mit kosmetischen Vorschlägen, jetzt Rentensicherung über 2005 oder Andreas Nahles, ein Element von Hartz IV abschaffen für Jugendliche. Es sind Elemente, die ins Spiel gebracht werden. Und ob bewusst oder nicht, also ich würde sagen, ja, bewusst, um abzulenken davon, dass man das System eigentlich retten will und behalten wird. Und diese Politik, diese abscheuliche Politik, muss durchkreuzt werden. Und ich finde, dass die Idee, neue linke Sammlungsbewegung, dass diese Idee insofern genau richtig jetzt kommt, weil diese Möglichkeit, diese historische Möglichkeit eine Chance bietet, dass wir gemeinsam alle, die in verschiedenen Parteien Veränderungen wollen oder außerhalb, dass wir gemeinsam erstmal die Propaganda entlarven und dass wir mit dies habe ich vorhin erläutert, gehe weiter zu dem nächsten und letzten Punkt, weil wir auch diskutieren wollen. Ich habe ein Papier geschrieben auf der Basis dieser Analyse für die linke Sammlungsbewegung. Die werden Sie finden morgen bei den Nachdenkseiten. Und dort habe ich eine Reihe von Vorschlägen entwickelt, die den Kern des neoliberalen Systems angreifen und in Frage stellen. Zum Beispiel Recht auf Arbeit in der Verfassung. Das ist ein Thema, was viele Neoliberale natürlich sofort wegwischen, aber
ich hoffe, dass diese Forderung denen auch Angst jagt. Weil die haben nämlich ihre Vorstellungen, ihre Privilegien schon in der Verfassung verankert durch Schuldenbremse, worauf ich am Anfang eingegangen bin. Schuldenbremse ist ein Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Reichen reicher werden und Sozialabbau betrieben wird. Das muss in die Diskussion deutlich gemacht werden. Dann können wir sagen, als Gegengewicht muss Recht auf Arbeit in die Verfassung verankert werden. Die Grünen haben vor einigen Wochen die Idee eingebracht, Klimaschutz in die Verfassung. Das finde ich gut. Das können wir zusammen, das können Linke, Grüne zusammen, Recht auf Arbeit und Klimaschutz in der Verfassung. Denn dann wird anklagbar, wird die Politik anklagbar, dann, wenn wir es hinbekommen, zumindest auch die Diskussion darüber kann eine Menge an Themen offenlegen, die bis jetzt verborgen sind, mit der Politik gemacht wird. Selbst wenn wir das Recht auf Arbeit in der Verfassung nicht hinbekommen, in absehbarer Zeit, wäre die Diskussion darüber produktiv und wir können zumindest deutlich machen, dass eine echte Vollbeschäftigung dann das Ziel der Politik wird. Die Politik muss Maßnahmen überprüfen, ob sie mehr Arbeitsplätze schaffen oder nicht. Vollbeschäftigung ist, meine Damen und Herren, realistisch, und zwar durch Arbeitszeitverkürzung. Wir diskutieren seit 10 Jahren das Projekt 30-Stunden-Woche. Und de facto ist durch den Anstieg der Teilzeitarbeit, sind wir auf 30-Stunden-Woche, plus schlecht verteilt. Ein Teil sind arbeitslos, ein Teil arbeiten zu wenig, mit dem Geld können sie ihren Leben nicht gestalten und ein Teil macht Überstunden, Milliarden Überstunden. Das ist absurd. Dies kann durch eine kurze Vollzeit auf 30-Stunden-Ebene im Schnitt, das kann völlig unterschiedlich gestaltet werden, aber das ist denkbar, die 30-Stunden-Woche und realistisch einzuführen, ohne dass Lebensstandard absinkt. Das haben wir in unserer Arbeitsgruppe mehrfach durch Papiere bewiesen. Folgen der Vollbeschäftigung sind, Löhne würden wieder steigen, überschüssige Gewinne, Hauptquelle des Finanzsektors, würden entfallen, sie würden gar nicht entstehen und der Finanzsektor würde an Bedeutung verlieren und sich reduzieren, wahrscheinlich auf Kreditversorgung. Prekäre Arbeitsverhältnisse werden beendet, weil da kommt tatsächlich der echte Fachkräftemangel. Dieser Fachkräftemangel durch 30-Stunden-Woche führt dazu, dass nunmehr die abhängig Beschäftigte und Angestellte die Forderungen stellen und hin und wieder auch diktieren können und nicht umgekehrt. Damit wäre Recht auf Arbeit aus meiner Sicht ein Angriff auf das Fundament des Finanzmarktkapitalismus. Insofern sollten wir auch in unserer Arbeitsgruppe weiterhin für dieses Ziel kämpfen. Vielen Dank. Meine erste Frage ist, wie kann man mit diesen ganzen Maßnahmen, die da genannt werden, eine Bodenspekulation verhindern? Die zweite Frage ist, unser Staat ist mit über 2 Billionen Euro verschuldet. Wer sind die dem zuzuordnenden Gläubiger?
Also wer... Ja, ich wollte fragen... Ich würde sagen, wir nehmen 4 oder 5, dann sortiere ich ein bisschen der Reihe. Der Finanzkapitalismus, was steht denn da dahinter? Wie setzt sich der zusammen? Wer oder was sind die Leute des Finanzkapitalismus? Ja, ich möchte kritisch anmerken, dass man dieses Programm eigentlich als Programm zur Stabilisierung des kapitalistischen Systems vorkommt. Es wird immer gesagt, die Leute bräuchten Arbeit. Das stimmt nicht. Die Leute brauchen Anteil an den gesamtgesellschaftlich erwirtschafteten Ressourcen. Und sie werden so lange mit dem System, das Sie vorschlagen, das ist gut gemeint, aber Sie wollen damit zurück zu einem angeblich gependigten Kapitalismus der 70er oder 60er Jahre. Den gab's nie. Die Kosten für den Kapitalismus der 60er Jahre, der in Europa gebändigt aufgetreten ist, weil da die dunkle Bedrohung des Alternativsystems Sowjetunion und sozialistische Staaten war und wie es mal, ich weiß jetzt nicht, welcher Gewerkschaftsfunktionär das gesagt hat, bis 1989 saß die DDR immer mit am Verhandlungstisch bei den Tarifverhandlungen. Die Kosten hat aber die Dritte Welt gezahlt, auch damals schon. Und wir haben, wenn Sie das Programm so haben, ich habe den Eindruck, das ist nur volkswirtschaftlich. Wir haben jetzt 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Sollen die alle diese Vollbeschäftigung mit 30-Stunden-Woche? John Maynard Keynes hat 1947 für 2000 die 5-Stunden-Woche prognostiziert. In den nächsten 20 Jahren werden 50% der Arbeit von Robotern erledigt werden. In Japan werden schon Häuser von Robotern gebaut, alte von Robotern gepflegt. Wenn man sich so auf das Jungtim Einkommen und Arbeit versteift, kann man das Problem meines Erachtens nicht lösen. Das Problem ist, Sie müssen an die Eigentumsordnung. Ein Vorschlag. Ja, Sie müssen an die Eigentumsordnung. Sie müssen das Eigentum an Produktionsmitteln ändern. Artie Wolf, ein amerikanischer Professor zum Beispiel, der schlägt Arbeiterkooperativen vor. Aber das Ganze muss natürlich auch irgendwie ökologisch organisiert werden. Ich werde sicher mit mir allein die Welt nicht retten, aber das sind Punkte, die auf jeden Fall berücksichtigt werden müssten. Ja, okay. Ja, danke schön. Jetzt möchte ich mal eben fragen, ob es eine Frau gibt, die etwas sagen möchte. Okay, dann, wer ist dran? Ja, ich möchte an meinen Vorredner anschließen und möchte ihn bescheinigen, dass Ihre Vorstellung von einem Kapitalismus, der nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1980 geherrscht hat, irgendwie auch sehr paradiesisch, um nicht zu sagen naiv ist. Also wer heute bei Amazon als Picker oder Packer arbeiten muss, der geht durch die Hölle, genauso wie der Stahlarbeiter in den 70er Jahren bei Thyssen oder Krupp auch durch die Hölle gegangen ist. Und dann wollte ich noch als Zweites bemerken, ich bin hergekommen, um einen Vortrag zu hören, der heißt, braucht die Welt den Finanzsektor? Und da muss ich Ihnen einen Fehlvortrag vorwerfen. Also Sie sind nahezu null auf den Finanzsektor eingegangen, der ja durchaus irgendwie auch einen Sinn haben muss in der heutigen Form des Kapitalismus. Ja, gut, dann. Ich fange an mit der letzten Bemerkung. Ich danke für Ihren Hinweis, weil in der Tat ein komprimierter Vortrag über Systemwechsel sehr leicht missverstanden werden kann als eine Strategie in Richtung zurück zum gebändigten Finanzmarktkapital, zum gebändigten Kapitalismus.
Das ist mitnichten der Fall. Das will ich überhaupt nicht. Bloß die Diskussion dient dazu, dieses Missverständnis auch aus dem Weg zu räumen. Sie werden in meinem Buch ein ganzes Kapitel finden, am Schluss, postkapitalistische Perspektiven, wo ich genau die Überlegungen, die Sie gerade als alternative Vorschläge haben, selbstverständlich mit in dem Gesamtkonzept, wohin das gehen soll, eingearbeitet habe. Im Übrigen habe ich in dem Buch wesentlich mehr Material zur Begründung meiner Thesen eingebracht, als ich hier im einstündigen Vortrag einbringen wollte. Selbstverständlich ist der Kapitalismus, auch der gebändigte Kapitalismus, nicht die Lösung. Ich wollte aber nur den Systemwechsel, der uns zurückwirft, zurückgeworfen hat, uns gelähmt hat, uns entpolitisiert hat, Entdemokratisierung vorangebracht hat, diesen Systemwechsel müssen wir erstmal uns vor Augen führen. Erst wenn wir klar erkennen, dass dieser Kapitalismus etwas anderes ist als der Kapitalismus von vorher, haben wir auch eine Reformstrategie, haben wir eine Antwort auf Reformen. Wenn wir nicht der Plattitüde, die bestimmte linke Gruppierung, auch ich teilweise jahrelang propagiert haben, weg mit dem Kapitalismus. Wir sind mit dem allgemeinen Unzufriedenheit mit Kapitalismus und Schlussfolgerung weg damit, sind nicht weitergekommen. Wir müssen meines Erachtens im Kapitalismus, in dem, was jetzt da ist, schauen, warum sind wir gelähmt? Mein Versuch ist zu zeigen, es muss erstmal den Finanzmarktkapitalismus überwunden werden, damit überhaupt Spielräume für Reformdiskussionen denkbar sind. Im Moment sind wir nicht in der Lage, um antikapitalistischen Kampf zu führen. Keine von uns. Die Modelle sind da. Aber die Modelle greifen nicht oder nicht auf flächendeckend nicht, weil wir kaum in der Lage sind, in der Gesellschaft offen über Alternativen überhaupt zu denken. Diejenigen, die über Alternativen denken, werden zurzeit aufgrund der Propaganda, die Neoliberalismus erfolgreich gemacht hat, als Spinner angesehen. Wir müssen den Raum erstmal schaffen. Erstmal den Raum schaffen. Den Raum schaffen, indem wir sagen, dass viele Dinge positiv auch im Sinne der Mittelschichten, und die dürfen wir nicht vergessen, glauben Sie ja gar nicht, dass eine Minderheit, die antikapitalistisch ist, in der Lage sein wird, die Gesellschaft zu verändern. Wenn diese antikapitalistische Minderheit nicht die Mittelschicht, nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Mittelschicht und Teil der Unternehmer, die heute bereit sind, was anderes zu machen, in einer anderen Richtung zu gehen, wenn wir die nicht mitnehmen, dann sind wir sowieso verurteilt, als Minderheit noch Jahrzehnte und Jahrhunderte zu bleiben. Wenn wir das nicht machen, wenn wir wirklich das System wechseln wollen, dann müssen wir auch über die Marxisten hinausschauen, welche soziale Schichten können wir in der Gesellschaft mitnehmen. Und das ist genau meine Intention, entgegen den sehr weit verbreiteten orthodoxen Marxismus und marxistische Analysen. Alles liegt am Kapitalismus, egal welche Form, ob der alten Form oder der neuen Form. Alles liegt daran, und das müssen wir wegkriegen, indem wir Revolution machen. Genau gegen diese Tendenz richtet sich mein Buch, weil ich differenzieren will, weil ich sagen will, klar, Steuern müssen sein, klar, die Arbeitsverhältnisse können wir nicht überwinden. Aber wenn klar, da, auch nicht im Sozialismus, auch in keiner Form anderen Gesellschaft,
können Arbeitsverhältnisse einfach weggeschafft werden. Sie können verbessert werden, die Ausbeutungsmechanismen können verschwinden. Wir können dafür sorgen, dass die Menschen einen Wohlstand erreichen, dass sie selbst bestimmen. Diese Formen der Selbstbestimmung sind, Sie haben die Kooperative genannt, ganz richtig. In der Richtung müssen wir für die Zukunft denken und arbeiten und auch in diesem System schon solche Formen unterstützen, entwickeln, ausprobieren lassen. Erst wenn klar ist, dass diese Form von Kooperative, von Zusammenhalt, von sozialem Zusammenhalt, menschliches Interesse statt Profitinteresse, wenn wir hier die Menschen erleben, dass das eine Zukunft hat, dann können wir gewinnen. Und diesen Weg können wir auch erst gehen, wenn die schlimmsten Miseren, nämlich der Finanzkapitalismus selbst, unser größter Feind, der größte Feind, der alle Reformen verhindert, alle Reformen im Keim verhindert. Diesen größten Feind müssen wir meines Erachtens in einer Stufe mit Zivilgesellschaft, auch mit einem Teil der Unternehmer, die das nicht wollen, das gibt es, überwinden. Und dann sind wir in der Lage, und gleichzeitig müssen wir natürlich die kooperative Formen organisieren und unterstützen. Es gibt Unternehmer, die nicht mehr bereit sind, durch die Börsen zu gehen, die dafür sorgen, das gibt es. Eine Reihe von Gruppen von Unternehmern, die haben rechtlich das so organisiert, dass ihr Nachfahren, ihr Erben nicht in der Lage sein werden, die neue Eigentumsform, die haben neue Eigentumsformen selbst geschaffen, diese Unternehmen. Davon gibt es wenig, aber die müssen wir unterstützen, diese neue Form von Unternehmer, die bereit sind, die Arbeiter, die Beschäftigten teilzuhaben, sowohl an Gewinn wie auch an Entscheidungen. Diese müssen wir unterstützen. Die Gemeinwohlinitiative, die es in Österreich gibt, die müssen wir unterstützen. Wir müssen viel diese Alternativen erlebbar machen. Erst dann haben wir einen Grund, um einen Prozess, der den Kapitalismus ablöst, ernsthaft voranzubringen. Nun, das war erstmal zu dieser Grundsatzfrage, weil da der Hauptangriff gekommen ist, zum Teil aufgrund dessen, weil ich darauf keinen Hinweis gegeben habe. Man lernt immer dazu. Das muss man bei diesen Diskussionen mitbedenken. Und insofern hoffe ich, dass zumindest, dass Sie mir nicht vorwerfen können, ich will zu einem alten Kapitalismus. Die Frage war Bodenspekulation. Wie kann man dagegen vorgehen? Grund und Boden sind im Kapitalismus Privateigentum. Und das bedeutet, deshalb werden sie auch zu Ware, weil Grund und Boden, wie alle natürlichen Ressourcen, weil sie Privateigentum mäßig bewirtschaftet werden, werden zu Ware. Es gibt in Grund und Boden, es gibt in natürlichen Rohstoffen, steckt keinen Wert, weil kein Mensch dran gearbeitet hat. Das ist naturgegeben. Deswegen sind die auch öffentliche Güter, die schon von Naturrecht her allen Menschen zugänglich sein müssen. Das heißt, das Privateigentum ist auf jeden Fall die falsche Form. Langfristig und jenseits des Kapitalismus muss Privateigentum an Grund und Boden für den Markt muss abgeschafft werden. Die Bodenspekulation findet heute statt, in dem Maße, wie die Nachfrage nach Wohnungen steigt. Dass 4 Millionen Sozialwohnungen aufgrund der neoliberalen Politik, der FDP und auch CDU, teilweise SPD, die Märkte machen das schon.
4 Millionen Sozialwohnungen sind reduziert worden, heute auf 1,5 Millionen. Das heißt, 2/3 der Sozialwohnungen sind weg. Diese Wohnungen, die Menschen, die Wohnungen sind unbezahlbar geworden, weil inzwischen die Nachfrage gestiegen ist, der Wohlstand ist gestiegen, pro Kopf Flächenbedarf ist gestiegen, wir haben Bevölkerungszuwachs, ob aus Inland oder Ausland. Das sind Gründe für Bodenspekulation. So, wenn Nachfrage größer ist als das Angebot, da gibt es auf jeden Fall zwei Lösungen. Erstens müssen die Kommunen hinreichend Bauland erschließen und vor allen Dingen für soziale Wohnungsbau nutzen. Das haben die Kommunen in den letzten 20, 30 Jahren versäumt. Zweitens müssen die Bodenpreise, also nicht Baupreise, das ist was anderes, die Bodenpreise und Baupreise kommen zusammen in der Gesamtmiete und Preis des Baukörpers. Aber die muss man voneinander trennen. Baupreise haben mit Bautechnik zu tun, mit Produktivität zu tun, mit Konkurrenz zu tun. Die können steigen, die können auch sinken. Ja, wir können in vielen Bereichen feststellen, dass die Baukosten gesenkt werden können. Aber die Bodenpreise, wenn die Nachfrage groß ist, steigen immer. Und zwar zugunsten der Eigentümer. Und weil das so ist, weil in diesen Preisen, die ansteigen, in den Renten, die die Eigentümer kassieren, die steigenden Wohnungsmieten gehen vor allen Dingen auf diesen Faktor zurück, auf Bodenpreise, nicht auf Baukosten. Auch hin und wieder auch, das kann in der Tat beseitigt werden. Aber die Bodenpreise sind die Hauptursache für Mietsteigerungen, dafür, dass Millionen Menschen nicht die Wohnungen bezahlen. So, jetzt könnte man sagen, wenn die Kommunen hinreichend Boden erschlossen haben, das könnte reichen, muss aber nicht, wahrscheinlich wird nicht reichen. Es ist wichtig, gerade als Finanzierungsquelle für sozialen Wohnungsbau, dass die Bodenpreise in dem Maße besteuert werden, wie sie gestiegen sind. Denn die Preissteigerungen haben moralisch überhaupt keine Rechtfertigung, auch nicht mit Privateigentum. Es ist künstlich und aufgrund der Verschiebung von Nachfrage und Angebot erhalten Immobilienbesitzer einfach so Einkommen. Das ist moralisch, kann rechtlich in Recht umgesetzt werden, gesagt werden, also müssen die Preissteigerungen dementsprechend so besteuert werden, dass am Ende die Steueraufkommen erstens die Preissteigerung wieder wettmacht und zweitens eine Quelle für die Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus gibt. In der bayerischen Verfassung. Ja. Ja, das heißt, hier muss ein... Ja, warum wird das nicht umgesetzt? Ja, ja, weil eine Partei Monopol an Entscheidungen hat. Im Grunde genommen kann das eingeklagt werden. Dass das nicht gemacht wird, ist ein anderes Problem. So, wer steht hinter dem Finanzkapitalismus? Ja, ich kann aufzählen, die Institutionen, die inzwischen entstanden sind, neu entstanden sind. Die Banken, die jetzt alle Investmentabteilungen haben. Investmentabteilungen aller Banken, das ist nichts anderes als Verwaltung, als Investition, Management von zu viel Geld, was nicht in die Realwirtschaft finanziert wird. Vermögenbesitzer sind die Hauptakteure, die daran Nutzen haben. Vermögenbesitzer schaffen für sich Vermögensberater. Dann Institution, Börse.
Institution Börse ist zu einem großen Teil heute gehört zum Finanzkapitalismus. Dann die Institution, die auf der Welt die hochbezahlten Mathematiker und Wirtschaftsinformatiker und so einstellen für die Börsenspekulation, für die Beteiligung, für den Gewinn eines größeren Teils am Kuchen und ihre Institutionen, die Rating machen, Ratingagenturen, die beeinflussen das ganze System und anfeuern. Ich kann viele andere Institutionen zeigen, dass die neu sind, die in den letzten 40 Jahren große Macht haben und den Finanzmarktkapitalismus aufrechterhalten. Die Manager, die hochbezahlten Manager und ihre Beraterstab. Also es ist schon eine Masse von Menschen und Einrichtungen, die ja, den Rahmen und Träger des Finanzkapitalismus bilden. Ja, zum Finanzsektor selbst. Ich habe in der Tat die Rolle der Staatsverschuldung, die Rolle der Börsen, die Rolle der Umverteilung der Gelder in den Finanzsektor und die entsprechenden empirischen Daten habe ich für heute Abend rausgelassen, weil ich den Schwerpunkt am Ende auf Strategie, auf Gegenstrategie legen wollte. Sonst hätte ich einen anderthalbstündigen Vortrag gehabt, wo alles drin gewesen wäre. Aber ich glaube, ich habe genug die Grundlagen, das Fundament, das soziale, gesellschaftliche Fundament des Finanzmarktkapitalismus begründet. Weniger die Institutionen, es gibt Fachleute, die das viel besser können als ich. Mein Ziel war und ist, das soziale Fundament, das gesellschaftliche, herauszuarbeiten, die Mechanismen, die zur Entstehung von Finanzkapitalismus geführt haben. Nur so kann ich auch die Frage beantworten, brauchen wir denn, wenn ich diese Frage so nicht stelle und rein technisch, also ganz im Gegenteil zu dem, was Sie mir vorgeworfen haben, ich habe hier technisch-wirtschaftlich argumentiert. Wenn ich das tun würde, dann würde ich an keiner Stelle ein Argument aus dem System des Finanzmarktkapitalismus finden, warum es überflüssig ist. Denn alles, was im Finanzbereich passiert, hat irgendeine Funktion. Deswegen können auch die Fachleute erzählen, wie gut das ist. Die Börsenberichterstatter jeden Abend beim Fernsehen erzählen die ihnen, wie toll alles läuft. Und sie glauben auch, dass das so sein muss. Ich habe die Frage anders gestellt und habe gesagt, woher kommt das? Ist das wirklich eine positive Errungenschaft, eine zivilisatorische Errungenschaft im Kapitalismus oder ist das Ausdruck der Machtverhältnisse, der Verschiebung der Machtverhältnisse von den Arbeitern, Menschen, die beschäftigt sind und Mehrwert schaffen und Angestellten, Macht von ihrer Macht, von Macht der Gewerkschaften zu Macht der Unternehmer und Banken. Das war sozusagen, das ist meine eigentliche Intention. Nur so kann ich auch beweisen, warum wir den Finanzsektor nicht brauchen. Wenn wir die Machtverhältnisse verändern und die Quelle des Finanzsektors auf diese Weise austrocknen, dann verschwindet der Finanzsektor. Das ist meine These. So, die nächste. Ja, das haben wir nicht alles beantwortet. Die Staatsschulden, was sind die? Ja, einen Moment, es war noch eine Frage offen, habe ich gehört.
Meine Frage war, wo sind die Staatsschulden, wer sind die Gläubiger? Und wenn es die Banken sind, so, dann wieso ja, ja, zahlt der noch mal, zahlt der Staat nochmal an die Banken für die Rettung? Ja, ja. Sie haben gesagt, eine Zahl genannt. 2 Billionen Euro in Deutschland. Ja. Also ich habe es nicht im Kopf, aber eine sehr hohe Summe. Staatsverschuldung, ich glaube, ich habe... Über 2 Billionen. Ja, ja. Staatsverschuldung ist generell weltweit, die weltweite Verschuldung ist ungefähr das Achtfache wie das Weltsozialprodukt. Und das kann man auch auf Deutschland übertragen. Und das ist eine Menge. Ich habe, glaube ich, auf einer der Folien, habe ich das aber aus Zeitgründen nicht hier aufgeführt. Auf jeden Fall diese hohe Summe, die der Staat schuldet. Wem? Ja, den Vermögensbesitzer. Die Vermögensbesitzer haben genau fast um diese Beträge ihr Vermögen gesteigert. In dem Maße, wie die Staatsverschuldung gestiegen ist, ist das Vermögensvolumen auch gestiegen. Das heißt, das gesamte Vermögen der Volkswirtschaft, ja, das ist ausgeglichen. Aber der Staat hat sich verschuldet bei Geldbesitzer, Vermögensbesitzer. Nicht nur Unternehmer, sondern Immobilieneigentümer und viele andere. Ja, Erben folgt ja auch aus Vermögen. Ist ja nicht was Zusätzliches. Das Vermögen wird ja geerbt. Der Herr genau neben dir hat. Ja, aber jetzt hat ja die Frau sich gemeldet, die darf jetzt vorher. Also, vielen Dank. Ich will aber sagen, Sie sprechen immer von diesem Angebot und Nachfrage und ich finde das eine ungeheuer dicke Lüge. Das ist eine Methode, die mit der Realität nichts zu tun hat. Es wird wie ein Spielzeug damit gespielt. Es gehört auch in die Spekulation. Sie haben uns auch erzählt, was für Spielzeug die haben. Aber Sie haben uns nicht gesagt, und vielleicht geht es auch gar nicht, wieso wir in einem Staat oder in Staaten leben, wo Spekulation erlaubt ist. Welche Regierung traut sich, Spekulationen zu verbieten? Und dann haben Sie noch gesagt, die Wohnungsmieten steigen je nachdem, wie die Bodenpreise steigen. Ich wohne in einem Haus, das vor 50 Jahren den Boden mit Steuergeldern gekauft hat und jetzt auf den freien Markt geht. Und sie alle 3 Jahre die Miete um 15% erhöht, das, was sie darf. Wo ist da die Logik, dass das mit dem Grund- und Bodenpreisen zu tun haben soll? Ich hätte eine kleine These, wo mich Ihre Meinung dazu interessieren würde. Natürlich gehöre ich auch zu denen, die gern den Kapitalismus überwinden wollten und in welchen Maßnahmen auch immer. Aber dazu braucht man ein genaues Verständnis von den Funktionsweisen dieses Akkumulationsregimes. Übrigens, das Finanzkapital und der Begriff ist gar nicht neu. Gell? Der ist über 100 Jahre von Lenin schon geprägt worden. Wir beschäftigen uns also seitdem mit den Verlaufsformen. Und jetzt habe ich zufällig 1975 Examen gemacht und da hatten wir in Volkswirtschaft das Thema
Stagflation. Das hieß Stagnation plus Inflation. Inflation sozusagen als das Schmieröl des Kapitals, was den Arbeitern vor allem in die Tasche greift und sie sukzessive enteignet und so Geldillusionen verbreitet. Also durch absolut notwendig. Jetzt haben wir das Phänomen, Draghi sagt immer, wir brauchen unbedingt mehr Inflation. Ja, da hat er ja recht, finanzkapitalistisch immer gesehen. Und wir verharren aber immer unter diesen 2%. Und das klappt einfach nicht, obwohl ja Billionen, wie er immer sagt, in die Märkte pumpt durch Aufkauf von Staatsanleihen. Kann es sein, dass genau dieser parasitäre Finanzsektor es ist, der diese Geldmengen immer absaugt, nicht in die Realwirtschaft lässt und dadurch realiter, Gott sei Dank könnte man sagen, aber zum Leidwesen des Kapitals, keine Inflation zustande kommt? Keine Inflation zustande kommt. Ah, ja. Nicht wie gewünscht. Wir hatten ja mal 5, 6, 7%. Gell? Noch eine Frage vielleicht? Ja, ich finde Arbeitszeitverkürzung schon gut und fand den Vortrag auch gut. Jetzt nur als Einzelmaßnahme denke ich halt, also wenn Sie jetzt diese Arbeitszeitverkürzung bei vor allem Lohnausgleich machen, das heißt ja, dass dann die Lohnkosten einfach vielleicht 30% oder so steigen und dann wird der Fabrikbesitzer vielleicht einfach die Produktion nach China verlegen oder in ein anderes Land und dann sind die Probleme hier danach vielleicht eher größer. Und also man könnte natürlich irgendwie die Märkte dann wieder schützen mit Schutzzölle, damit halt nicht alles nach China abwandert. Also die Leute in China freuen sich, wenn mehr Produktion zu ihnen kommt. Und wollte noch sagen zu den Sachen mit den Sozial- oder Wohnungen, die verkauft wurden. Also es hat auch die Linkspartei in Berlin gemacht. Die haben auch 50.000 Wohnungen privatisiert. Also es kann sein, dass die genau das Gleiche machen würden, wenn sie an der Macht wären. War das ein Beitrag oder hatten Sie auch Frage? Das habe ich nicht so. Ja, das erste war eine Frage. War eine Frage? Das erste, ja. China. Noch einer oder möchtest du erst? Ach so, mit dem Drohmittel-Auslagerung. Ja. Ja, das reicht dann. Ja, also Sie haben selbst eigentlich die Frage, die Sie gestellt haben, dass die Behauptung, die Sie aufgestellt haben, Angebot und Nachfrage ist eine Lüge, haben selbst mit der Frage, die Sie gestellt haben, wo kommt das her, dass Sie alle drei Jahre 14% mehr Miete bezahlen? Und da ist genau die Antwort, Angebot und Nachfrage. Das ist leider so. Und, leider. Ja, das ist Kapitalismus, das ist Markt, meine Dame. Es ist eine Realität, dass die Märkte durch Angebot und Nachfrage funktionieren. Sie können sagen, es gibt auch Monopole, da würde ich Ihnen sofort recht geben, dass nicht alles nach Angebot und Nachfrage geht. Es gibt Monopole, die beeinflussen, die verhindern, dass dieser Marktmechanismus funktioniert. Das können Sie sagen, da würde ich Ihnen recht geben. Aber dass die Marktwirtschaft, Kapitalismus, auch Finanzmarktkapitalismus, ohne Angebot und Nachfrage nicht funktioniert, das ist keine Lüge, sondern ein System. Das System müssen wir erstmal akzeptieren, wenn wir es überwinden wollen. Und übrigens, auch im Sozialismus, jenseits des Kapitalismus, werden wir nicht umhinkommen, die Bedürfnisse der Menschen, alle, die regulieren, Politik machen, die werden nicht umhinkommen, die Bedürfnisse der Menschen, nämlich Nachfrage, zu registrieren. Diese Bedürfnisse, auf diese Bedürfnisse müssen die Unternehmer, nicht Unternehmer, sondern Einheiten, kooperativen Einheiten, müssen darauf reagieren. Sie müssen auch ihr Verhalten ändern. Das wird auch in Zukunft nicht anders sein. Aber doch nicht mit Mietsteigerung. Nein, davon war nicht die Rede. Das ist ja ein anderes Problem. Ich will nur sagen, bestimmte Mechanismen sind gesellschaftlich erforderlich. Und alle müssen, wenn sie miteinander kommunizieren in einer komplexen Gesellschaft, als Produzenten, als Konsumenten,
Sie unterwerfen sich, egal in welche Gesellschaft, Kapitalismus oder Nicht-Kapitalismus, den Regeln, die notwendig sind für die Kommunikation. Sonst funktioniert es nicht. Das ist das, was man eigentlich für Angebot und Nachfrage sagen kann. Dass eine Angebot und Nachfrage missbraucht wird von Eigentümern, dass monopolisiert wird, dass Bodenspekulation gemacht wird, dass Nachfrage künstlich erhöht wird, zum Beispiel wenn Sozialwohnungen nicht gebaut werden, wird die Nachfrage nach Sozialwohnungen künstlich vom Staat erhöht. Oder wenn Bodenbesitzer ihr Grund und Boden nicht freigeben für Bebauung, das heißt, sie missbrauchen ihr Monopol, verhindern, dass das Angebot auf dem Markt vergrößert wird. Das stimmt alles. Aber der Mechanismus Angebot und Nachfrage ist, meine Damen und Herren, keine Lüge, sondern ein Mechanismus, der würde in jeder Gesellschaft, auch in China, in allen, China ist ja ein gutes Beispiel, weil das nicht für uns ein Modell sein kann, aber in jeder emanzipatorischen Gesellschaft werden alle miteinander Regeln finden müssen für die Kommunikation. Wir sind 8 Milliarden und vielleicht mehr. Jede Gesellschaft hat zig Millionen, die müssen miteinander Regeln finden. Und diese können wir nicht einfach als nicht erforderlich definieren. Finanzkapitalismus und Inflation. Diese Frage wurde mir schon mal auch in Berlin gestellt, weil es eine interessante Frage ist. Aber das hat das Finanzvolumen, was existiert in sehr, sehr hohem Volumen, in der Handelsvolumen haben wir 100, habe ich gezeigt, 2015, 100 Billionen Finanzvolumen. Das ist nicht Geld, sondern das sind die Werte. Die Werte, die geschaffen worden sind in der Realwirtschaft, aber die ihren Besitzer gewechselt haben. Inflation bedeutet zu viel Geld auf dem Markt. Das ist aber nicht zu viel Geld auf dem Markt, sondern das sind Werte, die jetzt anderen gehören. Deswegen können Sie nicht sagen, wenn der Finanzsektor nicht wäre, das ganze Volumen an Wert wieder zurückkäme in die Realwirtschaft, würden wir Inflation haben. Das ist nicht richtig. Wir werden dann mehr investieren in der Realwirtschaft, es findet mehr Beschäftigung, werden noch mehr Wert produziert. Also da ist, glaube ich, ein kleiner Gedankenfehler. Bitte? Börsenwerte zum Beispiel, Apple eine Billion, da steckt ja kein realer Wert, also in dem Ausmaß. Doch, aber der reale Wert kommt von uns, Sie bezahlen dafür. Ja, mit Ihrer Kaufkraft, haben Sie, weil Sie einen höheren Preis für das, was Apple anbietet, bezahlen, als unter Konkurrenzbedingungen bezahlen müssten. Apple hat einen hohen Wert, weil Apple in der Lage, die Monopolmacht besitzt, unwahrscheinlich viel Geld aus der ganzen Welt einzusammeln. Der Wert ist nicht Luft, sondern das ist ein Wert. Wir bezahlen das. Das ist meine logische Erklärung und davon bin ich überzeugt. Gut, Sie müssen nicht sofort überzeugt werden. Vielleicht denken Sie darüber nach. Die Auslagerung. Natürlich, die Industrie versucht, jegliche Forderungen der Gewerkschaften immer mit Erpressung, Drohung abzuwenden. Auslagerung ins Ausland ist eine mögliche Form. Einige davon machen davon auch Gebrauch, aber nicht alle. Alle Unternehmer benutzen dieses Argument, obwohl sie wissen, dass sie nicht auslagern können oder auch werden. Ein Teil wird auslagern. Okay. Wenn ein Unternehmen auslagert und
dafür aber was anderes entsteht. Wir dürfen auch meines Erachtens den Fehler nicht machen, zu sagen, wenn Unternehmen aus Deutschland nach China oder nach Indien ausgelagert werden, würde hier ein Loch entstehen. Diese Auslagerung wird, ich komme noch mal mit Nachfrage, aus China in Indien Nachfrage nach sich ziehen, nach deutschen Produkten. Für die Menge oder größer sogar oder kleiner, entsteht hier wieder eine größere Nachfrage und diese Auslagerung hinsichtlich der Beschäftigung wird wieder ersetzt. Weltmarkt, wenn der Weltmarkt ein gerechter Weltmarkt wäre und die Handelsregeln gerecht wären, wäre Austausch und Auslagerung nicht das Problem. Das Problem, was wir haben, sind die ungerechten Regeln, dass die hochentwickelten Länder im IWF, im WTO die Regeln zu ihren Gunsten festgelegt haben. Daran liegt es. Nicht der Austausch ist das Problem, nicht die Arbeitsteilung ist das Problem, sondern der Missbrauch dieser Arbeitsteilung und des Austauschs. Insofern, aus Gewerkschaft würde ich sagen, okay, wenn ihr nicht die Löhne bezahlt und ihr wollt auslagern, okay, aber dann muss die Gewerkschaft mit der Regierung dafür sorgen, dass Ersatzarbeitsplätze entstehen, solange die Nachfrage über Weltmarkt nicht reguliert ist. Das wird auch hin und wieder gemacht, aber das hängt von der Macht der Gewerkschaften ab, ob sie es durchsetzen können, dass die Leute, wenn ein Unternehmen auslagert, nicht beschäftigungslos werden, hängt von der Macht der Gewerkschaften ab. Und inwiefern die Gewerkschaften der Unternehmer mit Sozialplänen ihre Form der Versorgung diktieren können. Ja, würde sagen, so viel zu dieser Frage. Also ich schlage jetzt vor, dass wir noch die drei nehmen, die sich schon gemeldet hatten und das war dann, ich habe dich gesehen, das war dann schließen. Ja. Ja, dem, okay. Ich wollte mal die Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen stellen, was Sie davon halten. Sie haben ja sehr ausführlich dargelegt, dass aus Ihrer Sicht innerhalb des kapitalistischen Systems zunächst mal die gröbsten Auswüchse abzustellen wären, also sprich der Finanzmarktkapitalismus, damit man auf einer anderen, niedrigeren Ebene weitermachen kann. Gleichwohl frage ich mich schon und frage Sie, warum man, selbst wenn man dem jetzt folgt und nicht orthodox marxistisch die Revolution für übermorgen anpreist, wie wir das 1968 getan haben, warum man die Eigentumsfrage nicht trotzdem und in aller Deutlichkeit stellt. Ich hatte hier kurz dazwischen gerufen, Bayerische Verfassung. Da steht in der Tat drin, dass Spekulationsgewinne aus Bodenpreissteigerungen weggesteuert werden können, was nicht geschieht. Deswegen und genau an der Stelle, Boden und Mietrecht, kann man die Eigentumsfrage so laut und deutlich stellen, dass die Leute dem auch folgen werden. Die kapieren das. Also nicht selbstgenutztes Eigentum kann ich heute, behaupte ich, bei der überwiegenden Mehrzahl der Menschen ernsthaft und erfolgreich stellen und zum Nachdenken bringen. Und warum haben Sie das eigentlich vorher bei der anderen Frage zurückgewiesen? Also zum einen wollte ich mich bedanken, weil mich begeistert diese Idee von der Arbeitszeitverkürzung. Auch deshalb, weil Sie haben ja mal ausgerechnet 160 Milliarden Euro im Jahr, die umverteilt werden. Da kommt keine Vermögensteuer mit, keine Vermögensabgabe, einmalige. Und vor allen Dingen trocknet es quasi den permanenten Nachfluss aus. Aber zu dieser Frage, die Ecke gestellt hat, ich kann mich düster erinnern und bin mir aber nicht ganz sicher mit Zahlen,
In den 80er Jahren hatten wir, wenn ich nicht falsch liege, eigentlich weniger Export und einen höheren Anteil an Binnenwirtschaft und uns ging es trotzdem hervorragend. Also die Fragestellung ist, ist das meine Erinnerung da korrekt? Weil insofern wäre es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn ein bisschen Exportindustrie sich reduziert, wenn dafür die Binnenwirtschaft wieder läuft. Also die Dame neben mir hatte vorhin die Frage gestellt, warum die Mieten alle 3 Jahre um 15% angehoben wurden. Die Antwort ist doch ganz einfach, weil bis vor 2 Jahren konnte die Miete sogar um 20% und noch vorher um 30% in 3 Jahren erhöht werden. Ganz einfach ist es eine Frage dieses sogenannten Mietpreiserhöhungsgesetzes von Kohl 1991. Und man könnte natürlich den Mietpreiserhöhungen auch auf 10% oder auf 5% oder auf 1% in 10 Jahren herabsetzen, wenn man es nur wollte. Es ist die Frage des politischen Willens. Und dieser politische Wille ist wiederum Ausdruck der Machtverhältnisse im Land. Das heißt also, es ist nicht eine Frage von Angebot und Nachfrage. Man kann den Unternehmern oder den Finanzspekulanten ihr Geld ganz einfach einfrieren, wegsteuern. Aber dazu bräuchte es eine gesellschaftliche Bewegung, die wir derzeit nicht haben. Allerdings gerade im Mietpreisbereich bin ich ein bisschen zuversichtlich. Da wird jetzt am 15. September in München eine große Demo stattfinden, zu der hoffentlich ähnlich viele Leute kommen wie zu der Ausgehetzt-Demo. Und es wird natürlich einen gesellschaftlichen Diskurs darüber geben müssen, ob genau in diesem Bereich, der meines Erachtens auch sehr einsichtig ist für ganz viele Leute, weil alle betroffen sind davon, außer die, die ein eigenes Häuschen haben, dass sich da was bewegt, auch bewusstseinsmäßig. Aber wie gesagt, ich weise zurück diese Antwort, die Sie vorher gegeben haben, dass das was mit Angebot und Nachfrage hat. Nein, absolut nicht. Okay. Nein, absolut nicht deswegen, weil, wie gesagt, es ist eine Frage der gesetzlichen Schranken, die auferlegt werden. Und die kann man ganz willkürlich anders machen. Gut, dann schließen wir jetzt die Liste und jetzt kommen noch die Antworten. Ja, Sie haben, also ich, die letzte Frage, Sie haben recht, ist eine Frage der Machtverhältnisse, man der Staat oder wir können auch dafür werben, dass Privateigentum an Grund und Boden abgeschafft wird. Wenn wir die Machtverhältnisse haben, die entsprechend das ändern, dann haben Sie völlig recht. Aber dann, auch dann muss die Gesellschaft dafür sorgen, dass genügend Wohnungen existieren. Einfach Privateigentum abzuschaffen, löst das Problem nicht. Insofern spielt Angebot und Nachfrage natürlich auch eine Rolle, nicht alles. Und Sie haben auch recht mit den gegenwärtigen Problemen auf dem Wohnungsmarkt, dass nicht alles Angebot und Nachfrage ist. Darüber haben wir uns, glaube ich, eine Verständigung ausgetauscht, dass die Marktregeln, dass die Besitzenden in der Lage waren und sind, die Marktregeln zu ihren Gunsten zu verändern. Und FDP ist die Partei, die genau das immer wieder offen propagiert und fordert. Eigentumsfrage stellen, wo wir schon dabei sind, völlig richtig. Man kann heute Eigentumsfrage stellen. Ich glaube, die Forderung Recht auf Arbeit ist, dahinter steckt auch, dass das Privateigentum an Kapital in Frage gestellt wird. Recht auf Arbeit bedeutet, dass die Kapitalisten akzeptieren müssten, dass die Beschäftigung steigt, dass die Profitrate nicht entscheidend ist letztlich für die Beschäftigung. Im Moment ist es so, dass die Regierung sagt, die Akteure
handeln nach ihren Profiten und schaffen Arbeitsplätze, wenn sie Profite erzielen. Das heißt, das Privateigentum diktiert die Beschäftigung. Wenn ich aber Recht auf Arbeit in der Verfassung reinschreibe und dafür auch sorge, dass die Regierung dieses Recht einhält, ja, dafür haben wir die juristischen Organe, dann greife ich im Prinzip die Macht des Privateigentums an, ohne das überhaupt zu thematisieren. Unabhängig davon wäre es richtig, die Kommunen zu sagen, also gesamte Grund und Boden in den Kommunen, die in Hand der Privatwirtschaft ist, muss kommunalisiert werden. Das muss langfristig auf jeden Fall, weil das total unsinnig ist, das kann man moralisch überhaupt nicht rechtfertigen. Und mit Moral müssen wir arbeiten, denn nur dadurch können wir Mehrheiten gewinnen. Moral ist auch die Grundlage der Verfassung. Alles ist Moral und Rechtgedanken steckt hinter der Verfassung. Damit können wir, das haben Sie recht, können wir heute argumentieren, vielleicht musste die linke Sammlungsbewegung auch Kommunalisierung des Bodens auch zu einem Thema machen, zu einem Eckpfeiler machen, neben dem Recht auf Arbeit in der Verfassung. Export. Also wenn du meinst, dass damals die Bundesrepublik auch hohe Exporte hatte. Nein, niedrigere. Niedrigere, ja, ja. Ja. Ja, ja. Eigentlich ist für jede gesunde Ökonomie ein Gleichgewicht zwischen Export und Import eine gute Voraussetzung. Denn auf diese Weise wird verhindert, wenn zu viel exportiert wird, kommt Geld rein, Devisen rein. Diese Devisen, wenn sie in die Binnenwirtschaft reinkommen, das ist zusätzliches Geld. Und solange das nicht zu Produktion führt, ist es zusätzliches Geld, was Inflation hervorruft. Es ist ungesund für eine Volkswirtschaft, ein Defizit zu haben. Export, Überschuss und Handelsbilanz, Defizit zu haben. Amerika ist Handelsbilanz, Defizitland und versucht mit allen anderen Mitteln, vor allem über Dollar, ihre Schwäche zu beseitigen. Das bedeutet Weltkriege. Alle Kriege, die im Mittleren Osten und woanders stattfinden, haben mit dem Interesse der Vereinigten Staaten zu tun, Dollar als Weltwährung zu halten. Nur so fließt das ganze Kapital, überschüssige Kapital, aus der ganzen Welt in die USA und die Vermögensbesitzer. Und die Berater sagen der Vermögensbesitzer, kauf amerikanische Staatsanleihen. Das ist die allersicherste Investition. Und solange der Dollar Weltwährung bleibt, stimmt es auch. Also geht das ganze Kapital, das heißt alles, was wir hier produzieren an Wertschöpfung, und diese Wertschöpfung geht in die Hände der Vermögensbesitzer. Die führen es nach USA und die USA gleicht auf diese Weise ihr Handelsbilanzdefizit aus. Um das zu halten, muss der Rüstungsindustrie gehalten werden, müssen die 800 Militärbasen gehalten werden, werden permanent Kriege geführt. Das hat sehr viel mit Dollarfunktion zu tun. Und gerade die Ungleichgewichte sind sehr gefährlich. Es ist imperialistisch im Prinzip. Dass Deutschland Exportüberschüsse hat, geht zu zwei Drittel zu Lasten der südeuropäischen Staaten. Weil die haben niedrigere Löhne und niedrige Produktivität. Sie könnten aus ihren niedrigeren Löhne sozusagen Vorteile sich verschaffen und ihren Handel mit Deutschland ausgleichen, also mehr exportieren. Aber das passiert nicht, solange die Löhne hier nicht steigen.
Und die Löhne, Lohnsenkung und niedriges Lohnniveau in Deutschland bedeutet mehr Export von Arbeitslosigkeit in die südeuropäischen Länder. Das heißt, wir haben hier in der Tat, die sind alle stolz, ja, Exportweltmeister, aber das ist imperialistisch und ganz konkret zu Lasten der südeuropäischen Länder und der dritten Welt. Damit exportieren wir Arbeitslosigkeit. Die Lösung ist, die Löhne hier erhöhen, die Binnenkaufkraft erhöhen, damit die Nachfrage auch aus Südeuropa, aus der dritten Welt ansteigt, dann hätten wir Handelsbilanzausgleich. Das wäre eine vernünftige Form des Handels im Kapitalismus. Wie die Welt jenseits des Kapitalismus aussieht, wie man das regelt, ist ein anderes Thema. Also ich will damit sagen, ich will dieses beibehalten, allerdings mit ausgleichendem Handel. Das ist nicht das Ziel. Die Welt ist so kompliziert, dass die Handelsbeziehungen sich auch ändern müssen. Aber wie die sich ändern müssen, können wir nur ein Modell diskutieren und niemand kann voraussagen, wie in einer nachkapitalistischen Welt die einzelnen Staaten miteinander Handel treiben. In welchem Umfang sollen sie überhaupt Handel treiben und mit welchen Gütern? Das wird sicherlich eine der wichtigsten Fragen sein im Hinblick auf Umweltschutz, denn da spielt Ökologie eine sehr wichtige Rolle, dass nicht Produkte wie heute durch die ganze Welt geschickt werden, dann nicht stattfinden darf, das ist klar, dass wir regionale Versorgung in einer nicht kapitalistischen Welt im Vordergrund stellen müssen, dass der Tourismus ganz anders aussehen müsste, dass Verkehrsmittel verändert werden müssen. All das gehört zu dem Thema jenseits des Kapitalismus in der Welt, wie die Arbeitsteilung aussehen kann. Aber das können wir heute Abend hier nicht diskutieren. Aber zu bedingungsloses Grundeinkommen möchte ich doch einen Satz sagen. Ich halte ein Basiseinkommen kommunal oder bundesweit, für alle Menschen, die nicht in Erwerbsarbeitssystem arbeiten wollen, sondern nach ihren Bedürfnissen und Interessen. Für diese Form, für diese Gruppe von Menschen halte ich ein Basiseinkommen für sinnvoll, aber bedingungsloses Grundeinkommen. Ein Grundeinkommen, das allen Reichen und Armen gleichermaßen bezahlt wird. Ein Grundeinkommen, das den Unternehmern die Argumentation in die Hand gibt, die Löhne können ruhig sinken, ihr habt ja ein Grundeinkommen. Das ist ein sehr, sehr wackeliges, unüberlegtes System, eine Vorstellung, die mir Angst und Bange wird, wenn ich sehe, dass die Verbesserung der Lebensverhältnisse durch Vollbeschäftigung und gleichzeitig Arbeitszeitverkürzung eine Garantie, eine in der Welt bereits durchgespielte Garantie liefert, wie in den letzten 150 Jahren. Die Arbeitszeit ist von 60 Stunden auf 40 gesunken und der Lebensstandard ist nicht gesunken, sondern gestiegen. Dieser Prozess ist in sich stimmig, kann weitergeführt werden. Auf 30 Stunden ohne Wohlstandsverlust. Und dann hätten die Menschen bei Vollbeschäftigung, die Hauptargumentation bei bedingungsloses Einkommen ist, dass der Druck, dass die Leute das machen, was sie wollen,
und dass die Unternehmer nicht erpressen können. Die Unternehmer werden auch nicht erpressen können, wenn wir Vollbeschäftigung haben, wenn wir weniger Arbeitszeit haben, wenn wir mehr Freiheit haben, wenn wir anfangen, für solche Gruppen, die aussteigen wollen, freiwillig, ein Basiseinkommen schaffen. Davon, von diesen Möglichkeiten wird es sehr viel geben. Also diesen Weg hielte ich für solider, für besser als ein System, von dem wir nicht wissen, wer am Ende die am meisten davon profitiert. Da habe ich meine Zweifel, ob am Ende wirklich das mehr Freiheit, mehr Wohlstand für alle bedeutet. Allein die Frage von Finanzierung und die Tatsache, dass Menschen, die arbeiten, das finanzieren müssen und deswegen dagegen sind. Gewerkschaften sind absolut dagegen. Allein diese Fragen sind so komplex, dass ich das für eine leichtsinnige Debatte halte, einfach zu sagen, toll, alle kriegen bedingungslos Grundeinkommen. Dann haben wir alle Probleme gelöst. Also das ist, halte ich für eine fahrlässige Debatte, die sehr populär ist. Manche Parteien sind als Ganzes dafür, die aber wieder verschwinden. Wie hieß die Partei, die das zum bei den letzten Wahlen hat die Partei sich beteiligt. Piraten. Das war die Hauptforderung der Piratenpartei. Ja. Das war eine eigene Partei nur für die Einführung des BGE. Bitte? Das war eine eigene Partei nur zur Einführung des BGE. Ja. Nicht die Piraten, sondern eine eigene Partei. Ja, gut, gibt es auch. Aber Piraten haben das auch zu ihrer Forderung gemacht. Ich meine, wir müssen viel genauer überlegen, welche Möglichkeiten im bestehenden System gibt, die Situation zu verbessern, dass die arbeitenden Menschen das auch akzeptieren. Wenn sie das nicht akzeptieren, dann ist da was faul dran an der Forderung. Also man kann natürlich viel mehr dazu sagen, aber ich glaube, die Zeit ist reichlich fortgeschritten.